Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Wir möchten heute auf jeden Fall wieder etwas aussehen. Ich gucke erstmal ganz kurz, die Bürste kann erstmal weg. Den Rest behalte ich erstmal. Ich weiß noch nicht genau, was ich an Saatgut kaufen möchte. Vielleicht sogar Gurke, ob sich das noch lohnt. Ich weiß es gerade gar nicht. Schauen wir einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob der Supermarkt heute überhaupt offen hat. Wenn es so wie bei Back to Nature ist, hat er dienstags oder mittwochs geschlossen. Ich konnte es mir damals auch schon nicht merken, wann das der Fall war. Da habe ich noch ein Stück rüber. Hier, wann hat er denn heute offen? Oder wann hat er generell offen? Dienstags hat er zu. Ja, bei welchem Glück, dass heute Dienstag ist. Oh nein. Das ist ja Worst Case. Das ist ja der totale Wurstfall. Was? So, ups. Ja, möchtest du eine Blume? Danke. Bitte. Macht der Doktor auch Blumen? Ich probiere es einfach mal aus. Oh, danke. Das nehme ich gerne an. Wie unwichtig es auch scheinen mag. Bitte komm zu mir, sobald du dich nicht wohlfühlst. Okay. Ich könnte ja nochmal ganz kurz schauen, wie es generell hier aussieht bei der Zuneigung. Oh, Popuri, 3 Sterne. Läuft gut. Also, nun ja, die romantische Beziehung ist jetzt so lala, aber freundschaftlich kann man nichts sagen. Ich glaube, sie mag einfach die Blumen, die ich ihr schenke. Das geht relativ flott. So, jetzt gucke ich nochmal in die Bibliothek. Wo war die denn? Hier. Hi. Hallo. Diese Bücherei wurde nur gebaut, damit die Leute aus der Stadt Papas Bücher lesen können. Ups, falsch. Was für eine nette Geste. Das gefällt mir. Okay, da stand sie jetzt nicht so krass drauf. Muss man mal gucken, wer hier was so genau mag. Werde ich mir eventuell auch mal ein paar Guides anschauen. Oh. Huhu. Oh, hallo, Yumei. Hallo, wie läuft's auf der Farm? Geht es dir gut? Also, ganz langsam. Mana, ey. Also, ein Gedanke nach dem anderen. Weißt du, um ehrlich zu sein, bin ich gerade auf dem Weg zum Hauptplatz. Also habe ich gar keine Zeit zum Plaudern. Entschuldigung. Die ist echt merkwürdig. Oh. Hey, Gray. Magst du Blumen? Oh, danke. Egal, was ich mache. Opa kritisiert mir ständig. Ich halte es nicht aus. Ach, glaube ich dir. Oh, hi. Na, sowas. Hallo. Ach, ist ein schöner Tag heute, nicht wahr? Ja, stimmt schon. Oh, ich gehe mal zu Popuri. Die mag nämlich Blumen und da kann ich deswegen gute Freundschaft knüpfen. Hi. Danke. Okay, so ganz begeistert war sie doch nicht. Hi, oh hallo, wie schön dich zu sehen. Ich habe leider nicht die Kraft, viel außer Haus zu gehen. Deswegen treffe ich dich so selten, Yumei. Ist ja schade. Ich komme doch oft immer vorbei. Alles gut, Leute. Hab mal keine Angst. Tante Yumei kommt immer vorbei. Ja. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt hier noch an Geld komme. Ich glaube, bei dir, ich kann dir kein Saatgut nachkaufen. Ich kann höchstens bei Huang vorbeischauen, aber Kohl möchte ich jetzt trotzdem gerade nicht anpflanzen. Ist gerade nicht so auf meiner Liste. Gut. Da zaubern wir uns trotzdem mal noch ein schönes Thermalei herbei. Hallo, Karen. Weißt du, mir gefällt es hier wirklich gut. Das glaube ich dir, Karen. So, Thermalei. Perfekt. So, vergeht hier drin eigentlich die Zeit? Weiß das irgendeiner? Ich schlage einfach mal ein bisschen rum, ne? In der Hoffnung, dass ich schönes Erz finde. Ich finde aber gerade noch hier Müllerz. Ah, Kupfer. Ich hätte vielleicht in absehbarer Zeit auch mal, nun ja, die Hacke mitnehmen, dass ich auf dem Boden hier auch ein bisschen schlagen kann. Da finde ich vielleicht auch seltenere Erze. Schauen wir mal. Bleib mal ganz ruhig, Mädel. Nicht so viel zu holen hier. Schade. Gut, das reicht erstmal, bevor die Arme noch ganz umkippt. Oh, das nehme ich gerne mit. Schau mal, ob ich oben noch 1, 2 Bambussprossen mitnehmen kann. Die bringt, glaube ich, ein bisschen was an Geld ein. Nee, sieht schlecht aus heute. Jennifer? Wo ist sie? Ach, warum sag ich auch mal Jennifer? Ich finde, Jennifer klingt irgendwie angenehmer als Jennifer. Also nicht gegen den Namen Jennifer, der ist schön, aber irgendwie bin ich Jennifer mehr gewohnt. Oh, hallo, Yumei. Was führt dich heute zu mir? Nichts. Ich habe leider gar nichts, was ich dir schenken kann. Ich würde dir gerne eine Blume schenken oder sowas.
Aber ich finde gerade nichts, was dir gefallen könnte. Gar nichts. Es tut mir leid. Ich bin enttäuschend. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Oh, doch, hier ist was. Ah, so offensichtlich, aber doch gut versteckt. Fies. So, Jennifer. Wo bist du da? Hallo, jetzt. Oh, ist das für mich? Danke. Du kennst mich sehr gut. Ich bin nett zu allen. Jeder liebt mich. Oder auch nicht. Aber irgendwann werden mich die Leute hier schon mehr mögen. Ich bin ja sehr beflissen dabei, immer alle anzuquatschen, die mir über den Weg laufen. Und ich denke, auf lange Sicht wird sich das lohnen. Später muss ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr die konsultieren, die ich weniger oft sehe. Aber im Moment bin ich eigentlich noch ganz zufrieden. So, dann würde ich sogar schon fast ins Bett gehen. Hi, Zack. Hey, packst du mir die Lieferkiste auch schön vor? Oh, dann täusch mich nicht. Ich mein's ernst. Ja, ja. So, das schmeiß ich auch noch rein. Für morgen dann, versteht sich. Ja, besteht irgendwo beikommen. Was soll's, hier kommt, es kommt auch mit rein. So, dann für morgen, ne? Dann gehen wir mal ins Bett. Wir sind schon total K.O. jedenfalls. So, wow. Na, da haben wir doch gut was eingenommen. Ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ein Küken wurde geboren. Ich sollte ihm einen Namen geben. Wähle einen Namen. Ich benenne es nach einer treuen Zuschauerin. Bianca, du bist jetzt auch wieder dabei. Du bist diesmal keine Kuh. Du bist diesmal ein Chicky-Chicky. Ich hoffe, das ist okay für dich. Los geht's. Meine Familie ist gerade gewachsen. Ich muss weiter so hart arbeiten, damit ich alle versorgen kann. Njam, njam, njam. Wie wird eigentlich das Wetter so? Wetter. Sonnig. Perfekt. So. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben Geld. Das ist sehr gut. Geld zu haben ist, glaube ich, immer gut. Ich würde ganz viel Saatgut kaufen. Untersuchung. Obstbaum. Ernte in bestimmten Jahreszeiten Obst von diesem Baum. Honig kann das ganze Jahr über gesammelt werden. Finde ich gut. Ich mache erstmal ein paar Träubelis hier rein. So. So. Die Überlegung ist, wie machen wir jetzt hier weiter? Ich kaufe auf jeden Fall Gurkensaat, denke ich. Ich kann eventuell. Ach, wie viel Geld habe ich denn? Die Frage ist, wie viel kostet doch meine Hauserweiterung? Vielleicht lasse ich mein Haus schon erweitern. Dann habe ich dann eventuell auch eine Küche drin. Ich weiß nicht, ob es 1000 oder 3000 gekostet hat, die erste Erweiterung. Eins von beiden war es. Dann gucken wir gleich mal bei Gotts vorbei. Ich glaube, der macht erst um 11 auf, oder? Dann würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal in den Krämerladen, kaufen die Gurkensaat und dann rennen wir runter zu Gotts. Und schauen mal, was er so zu sagen hat. Ah, mit 1000 kann man theoretisch ja schon viel anfangen. Nur praktisch ist es immer so eine Sache. So. Müssen wir nochmal die Chickies raus. Jetzt sind es ja zwei, Mira und Bianca. Und sammeln auch noch das Ei ein. Und wir alle wissen, was ich mit dem Ei vorhabe. Genau. Meine Hühnerzucht erweitern. Oh yes. So. Hey Mira, du siehst heute sehr fröhlich aus. Ah. Ich würde gerne mit Bianca reden. Bianca. Puh. Hey Bianca, du siehst heute sehr fröhlich und gesund aus. Mir fällt gerade ein, ich muss auch ein Huhn kaufen, damit ich auch ein braunes Huhn habe. Ich will nicht nur weiße Hühner, das ist doch langweilig. Okay, dann muss ich auf jeden Fall noch mindestens einmal ein Huhn kaufen. Mach ich dann das nächste Mal, wenn ich genug Geld zusammen habe, auf jeden Fall. Oh, huhu. Ah, so ist gut, werd schnell groß. Ich habe ja gerade keine Bürste dabei für dich, Raxu. Ups. Dann hole ich die mal schnell raus. Ich will doch, dass Raxu glücklich ist und vor allen Dingen sauber. Wo ist er denn nochmal? Da unten. Ah. Erstmal hier durchkämpfen. So. Was für ein Kampf, erstmal hinzukommen. So. Ich muss mal hier irgendwie durch. Durchstickischt. Gut, jetzt ist es eigentlich auch schon fast 11 Uhr. Da kann ich auch mal kurz runter zu Gott schauen vorher. Ich kämpfe mich hier nur durch. Mit meiner Machete. So sehe ich mich jedenfalls selbst gerade. Wie so ein Indiana Jones. Oh, ja, das nehme ich mit.
wie gesagt, ich entwickle langsam einen Blick für die Dinge, die ich mitnehmen kann. Aber auch nur langsam. So, schauen wir mal. Hi. Hey. Wenn ich auf Patrouille gehe, mache ich immer einen Zwischenstopp bei Herrn Gott. Hey, kann ich was für dich tun? Renovieren? 3000 G waren es. Okay. Ich war mir nicht mal sicher. Okay, ach, wir brauchen Holz- und Steinblöcke. Und davon auch gar nicht mal zu wenig. Okay, wir brauchen sehr viel mehr Holz und noch sehr viel mehr Steinblöcke. Das kann noch eine Weile dauern. Das kann echt noch eine ganze Weile dauern. Da würde ich mich jetzt erstmal ganz auf andere Sachen konzentrieren. Bevor ich hier eine Hauserweiterung, es wage, eine Hauserweiterung anzupeilen. Komm, die nehme ich, ups, die nehme ich trotzdem mal mit. Ich habe zwar keine Axt dabei, aber die kann ich ja später zerschlagen. Alles kein Problem. Dum, 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 da, la, 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 la. La, 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 la. So. Ist hier Klatsch und Tratsch oder so? Nee, gar nicht. Na gut. So. Ich kann ja gucken, vielleicht kann ich auch irgendetwas anderes Interessantes im Krämerladen kaufen. Wir gucken einfach mal. Ah, hallo. Na, sowas, hallo. Ist ein schöner Tag heute, nicht wahr? Ja, durchaus. Hi. Am Nachmittag versammeln sich immer alle verheirateten Frauen der Stadt auf dem Platz, um zu schwatzen. Ich freue mich wirklich darauf, vor allem das Neueste zu erfahren. Basil dagegen, er redet immer nur über Pflanzen. Oh Mann. Ah, hi, die Damen. Heute ist mein wöchentlicher Einkaufstag. Außerdem muss die Rechnung des Doktors bezahlt werden, also kümmere ich mich darum. Hallo. Willkommen, wir haben leider gerade außer Samen nichts auf Lager, was eine Farmerin interessieren könnte. Du solltest so viel wie möglich kaufen, so viele wie du dir leisten kannst. Das ist mein Ernst, aber du musst natürlich sorgfältig auswählen. Ja, einkaufen mit Köpfchen. Okay, ich muss schon ein bisschen mehr aufrichten, mein Mikro ein bisschen verstellen. Willkommen. So, Steckrüben, nee, Gurken, das ist der Shit. Einmal Gurkensaat. Gab's hier nicht noch anderes Zeug? Hier eine Tasche zum Beispiel für 3000 G. Ja, das war, glaube ich, so meine nächste große Kapazität. Aber auch, ne, doch, 8 Werk. Ah. Damit so viele Gegenstände und auch damit so viele Werkzeuge. Das wäre ganz gut. Also, sobald ich irgendwie 3000 zusammenkriege, wäre eine größere Tasche auf jeden Fall eine Investition wert. Das Wort klingt falsch. Investition? Doch, das ist richtig, das Wort. Entschuldigung. Egal, was ich mache, Opa kritisiert mich ständig. Ach, ich schalte das nicht aus. Oh, hallo, Gray. Hallo. In dieser Stadt lesen nicht viele Leute Bücher, also bekomme ich kaum Besucher. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich frage mich jedoch, was der Grund dafür ist. Es ist ja nicht so, als würde es hier an interessanten Büchern fehlen. Freut mich, dass du so denkst. Oh, stimmt ja. Um ehrlich zu sein, schreibe ich gerade einen Roman. Nur hobbymäßig wohlgemerkt. Es haben jedoch noch nicht viele Leute gelesen. Würde es dir etwas ausmachen, den Roman zu lesen und dir mir deine Meinung dazu zu sagen? Du schreibst ein Buch? Das ist unglaublich. Es ist wirklich nichts Außergewöhnliches, also tust du mir den Gefallen? Sicher, wenn du möchtest, dass ich das Buch lese, helfe ich natürlich gerne. Wunderbar, ich bringe es dir später vorbei. Alles klar. Also so ein Buch zu schreiben, ist denke ich schon noch eine interessante Sache. Wobei ich auch glaube, dass es was sehr Persönliches ist. Ich weiß nicht. Ich hätte immer so, wenn mir jemand quasi Manuskript geben würde, der ein Buch geschrieben hat, würde ich dabei immer an diese Person denken müssen, dass sie das ja geschrieben hat und dass ihr diese Gedanken entsprungen sind. Also würde ich immer diese Geschichte mit dieser Person, die mir das gegeben hat, verbinden. Deswegen, ich hätte, glaube ich, so viel Angst, wenn ich was schreibe und das jemandem geben würde. Das ist irgendwie komisch, aber sehr tapfer, Mary, sehr tapfer. Ein Roman für Mary, was? Wow, ich kann es kaum erwarten, ihn zu lesen.
Ach, es ist mir etwas peinlich, es anderen Leuten zu zeigen. Ja, aus von mir eben genannten Gründen, schätze ich. Aber ich brauche ein wenig Feedback, wenn ich es verbessern möchte. Ich gehe nochmal außen rein. Ah, perfekt. So. Ja. Oh, wow, so etwas Tolles. Ach, vielen Dank, das nehme ich gerne an. Okay, blaues Gras mag sie auf jeden Fall gerne. Das habe ich jetzt gelernt. Ist hier jemand? Nee, ist gerade verschlossen. Na gut. Gut. Marie, Marie, Marie. Du schreibst also in einem Buch. Ach, krass. Klasse Frau. Na, schauen wir mal. So, die Frage ist, wie machen wir jetzt hier weiter? Ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch noch Gurkensaat. Perfekt. Los geht's. Ha! So, und jetzt noch alles schön bewässern. Ich glaube, wenn die Kartoffeln fertig sind, hole ich schon nochmal zweimal Kartoffeln, wieder einmal Steckrüben oder so. Ich traue mich momentan halt eben nicht über vier Felder hinaus zu gehen, weil das natürlich auch sehr pflegeintensiv ist. Einmal von der Energie, aber auch von der Zeit, die man da reinsteckt. So, ich wollte mal sagen, ich gehe mal in die Mine noch. Ich habe noch ein bisschen Energie übrig und vielleicht finde ich ja auch was Besseres als, nun ja, Kupfererz. Beziehungsweise Kupfer. Irgendwie so etwas. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich weiß gerade gar nicht, was die nächste Stufe ist. Aber naja, so wichtig ist das nicht. Einfach ein bisschen ausprobieren und gucken, wie weit ich komme. So, ich grabe einfach mal hier so auf den Boden. Ah, da geht's nach unten. Quellmine Ebene 1. Oh, Geld. Quellmine Ebene 2. Noch mehr Geld. Das Geldgeräusch ist irgendwie total laut in den Ohren. Das klingelt voll. Ah, jetzt ist die Arme schon müde. Wie viel Energie habe ich denn noch? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Oh. Da soll ich jetzt vielleicht ein bisschen mal auf Ernte umsteigen. Vielleicht finde ich ja was Gutes. Hm. Ein bisschen Kupfer. Nochmal Kupfer. Nochmal Kupfer. Immer finde ich jetzt hier mehr Kupfer. Das ist schon mal ein Anfang. Ich sollte vielleicht auch in Zukunft mir auch was zu essen mit reinnehmen. Das wäre eventuell auch noch ganz gut, aber ja, ich habe noch keine Küche. Von daher schauen wir da mal. Ich habe eine Idee. Ich gehe einfach mal in die Mine, genau, in die heiße Quelle. Ruhe ich ein bisschen aus und wenn ich das tue, trinke ich mal einen Schluck, denn das ganze Reden macht mich durstig. Wenn ich Let's Plays aufnehme, ein schönes Glas neben mir stehen und gieße mir das jetzt mal schön ein. So. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie voll ich mich machen möchte von der Energie her. Warte, ich glaube, es wird doch exponentiell immer schneller, ne? Es geht immer schneller, wie sich meine Energie auflädt. Jedenfalls sieht es so aus. So, jetzt habe ich einen Schluck geschlafen. Nein, ich habe einen Schluck getrunken, bin ausgeruht. Jetzt probieren wir das einfach nochmal. Warum auch nicht, ne? Schauen wir mal. Das war jetzt doof. Gucken, ob ich wieder so schnell einen Weg nach unten finde. Ich befürchte schon fast nein. Oh, das sieht gerade nicht gut aus. Warum schon das Geld? Das sind, glaube ich, immer so 10G, also 10 Goldstücke. Nee, sogar ein bisschen mehr, 25 vielleicht sogar. Ich habe jetzt 96. Mal gucken, wie viel ich danach habe. Jetzt finde ich weder Geld noch einen Weg nach unten, ne? Weg nach unten, ja. Na komm, 96. Nochmal irgendwo Geld finden, bitte. Oh, dunkles Kraut habe ich gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Juhu, die Stufe meiner Hacke ist gestiegen. Jetzt kann ich sie in der Schmiede verbessern. Okay, cool. Ich will trotzdem Geld finden. Ich finde ein neues Kraut. Oh, jetzt. Okay, 20 Münzen sind das anscheinend immer. Perfekt. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen groß. Sehr viel, sehr geräumisch, sage ich mal. Aber da muss man mal schauen. Guck mal, ob ich noch irgendwie weiter runterkomme. Ja! Ebene 4. Ich wollte sagen, jetzt sollten wir langsam mal gucken, ob wir vielleicht noch was finden, was Wertvolles. Hm.
Ganz ruhig, Mädel. Du schaffst das. Oh, das sieht nach was aus, was neu ist. Was bist du denn? Du bist Silber. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, wir können ja potenziell Silber finden. Sehr schön. Vielleicht haben wir ja Glück und finden nochmal welches. Und wenn nicht, muss ich dieses Silber auf jeden Fall wohlbehütet aufheben. Oh, sieht nicht gut aus. Sie kippt gleich wieder zusammen. Juhu, die Stufe meines Hammers ist gestiegen. Das war natürlich auch eine Option, den Hammer zu verbessern. Da kann ich immerhin dann die großen Steine auf meiner Farm besser zerkloppen. Oder überhaupt zerkloppen. Ist auf jeden Fall eine Option. So, okay. Dann mach schnell nach Hause mit mir. Ich habe kaum noch Ausdauer. Ich hoffe, dass wir auch hier sowas wie Powerberries finden könnten. Ich glaube, ich habe hier sogar eine Art Hinweis darauf gefunden. Ja, hier. Das könnte doch eventuell Powerberries sein, oder? Ich weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Amateurfarmer. Was? Ich bin kein Amateur. So nennt die mich aber nicht nochmal. Gut. Dann gehen wir erstmal schnell ins Bettchen. Und rein ins Bett. So, wie viel Geld haben wir denn heute eingenommen? Wow, das ist jetzt sogar schon fast ein bisschen. Oh je, Mine. So. Was schmeiße ich jetzt hier mal rein? Wie viel wird er denn das Eisen bringen? Oh, gar nicht mal so viel. Hier, schwarzes Gras. Eine Wildpflanze, die in und um Minen vorkommt. Stellt ein wenig Ausdauer her und lindert etwas Erschöpfung. Ich verkauf's. Okay, und das Altmetall auch gleich. Ja, bestätigen. Gut. Ja, habe ich eine Gießkanne dabei? Natürlich nicht. Ich bin so froh, dass hier direkt. So, dass hier direkt hier draußen ein Werkzeugkasten ist. Das ist auch so ätzend, wenn man irgendwo reinrennen muss und die Ladezeiten hat. Wobei die Ladezeiten hier relativ kurz sind. Das ist relativ human, möchte ich sagen. So. Sehr schön. Ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, wie lange die Folge schon geht. Ich bin immer so, ich nehme immer auf und vergesse aber die Zeit. Gerade wenn ein Spiel neu ist und alles noch so aufregend ist und noch keine Routine da drin ist. Wie so eine neue Beziehung, wo alles noch aufregend und toll ist und die Gefühle so intensiv sind. Genau, ich habe zur Story of Seasons eine neue, frische Liebesbeziehung entdeckt. Oder so etwas in der Art zumindest. Man könnte es eventuell damit vergleichen, aber vielleicht auch eher doch nicht. Ich bin gerade ein bisschen empört darüber, wie lange die Kartoffeln brauchen. Die müssten eigentlich langsam mal fertig sein. Na, schauen wir mal. Erstmal ja fleißig weiter gießen. Kann ich eigentlich inzwischen vielleicht meine Gießkanne direkt auf Silber erweitern? Das wäre eigentlich ganz cool. Silber habe ich ja zum Glück auch inzwischen gefunden. Das würde sich eventuell lohnen. Fällt gerade ein, ich kann theoretisch auch das ganze Kupfer mal verkaufen. Brauche ich eigentlich eh nicht. So. Ja. Ach ja, und das schmeiße ich am besten auch alles noch gleich mit rein, wenn ich dabei bin. Obstbaum! Ja, komm schon. So. Lieferkiste. Honig. Und wilde Traube. Okay. So. Aber das Silber, das kommt wohlbehütet in meine Kiste hier erstmal rein. So. Ich überlege mir gerade, ob ich mir ein braunes Huhn jetzt von dem Geld kaufe. Oder ob ich noch ein bisschen warte. Ich gehe mal zu Gott. Ah, warte. Erstmal kümmere ich mich hier drum. Wichtig. Man kann bei ihm mal irgendwie auch, ich weiß nicht, Bäume irgendwie holen. Die haben auch ein bisschen was gekostet, aber so ein Baum, der irgendwie mir immer mal Äpfel bringt oder so, wäre ja eigentlich eine ganz nette Sache. Ich weiß auch gerade nicht, ob er um 10 oder um 11 jetzt nun aufmacht. Na komm, ich nehme es mit. Nein, nehme es mit. So. Oh, die nehme ich auch mit. Oh, das nehme ich auch mit. Praktisch, praktisch. So, lieber Gott, hast du schon offen? Nein. Machst du um 11 auf? Werkstatt geöffnet, täglich außer sonntags, ab 11 Uhr. Okay, die 20 Minuten, die kann ich jetzt noch warten. Stufe 2. Na gut. So, jetzt ist um 11. Immer noch nicht. Gott, wo bleibst du? Da. Los, 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 los. Hi. Ah, wenn ich auf Patrouille gehe, mache ich immer einen Zwischenstopp bei Herrn Gotz. Sag mal, magst du Blumen?
Danke, ich weiß deine Aufmerksamkeit wirklich zu schätzen, Mark Gottsblum. Oh, ich wollte keine Unannehmlichkeiten bereiten. Weiß ich zu schätzen. Okay, ich glaube, er ist nicht so begeistert davon. Was kann ich für dich tun? Kauf wen? Hier, Apfelbaum, Weinrebe, Orangenbaum. Liefert Äpfel im Sommer und Herbst. Weinrebe, liefert Trauben. Liefert Orangen im Herbst und Winter. Schwierig. Weinrebe haben wir ja eigentlich schon, ne? Deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal einen Apfelbaum. Der bringt zwar erst im Sommer. Ich weiß nicht, ob der jetzt sofort was bringt. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Dann warte ich lieber. Bevor ich mein Geld jetzt hier für was Falsches ausgebe, lasse ich es lieber erstmal. Dann warte ich lieber. Oder, ach komm, wenn der Schwager nicht gewinnt, ich kaufe jetzt einfach diesen blöden Apfelbaum. So, kaufen wir. Apfelbaum, los geht's. Perfekt. Danke. Schauen wir mal, habe ich den jetzt hier, ist er jetzt auf meiner Farm? Oder, wir werden es gleich herausfinden. Ich schmeiß vorher nochmal schnell mein Ei in die Quelle. Dinge, die man halt so tut. Keine Ahnung. Ich habe halt Angst, dass der Baum eh erstmal, keine Ahnung, wie lange braucht, um herangewachsen zu sein. Um heranzuwachsen, möchte ich sagen. Wenn es natürlich jetzt direkt ein fertiger Baum ist, wären Trauben, Weinreben, Baum, Gedingens besser. Okay, er ist direkt schon angewachsen. Obstbaum. Okay, gut, jetzt weiß ich es. Das ist eine Erfahrung, die ich leider machen musste. So. Jetzt habe ich... Oh, das habe ich aus Versehen abgebrochen. Das Ei kommt natürlich rein. Bestätigen. So, jetzt habe ich auch noch die ganzen... Hier, die ganzen Stöckchen. So. Ups, jetzt habe ich außerdem das Unkraut eingesammelt. Ah, dass ich die Steuerung immer noch nicht so ganz drauf habe, ärgert mich. So. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz gucken, was schmeiße ich alles rein. Das kommt weg, das kommt weg. Dafür nehme ich jetzt einfach mal die Axt mit. So, die muss hier schön zerschlagen. Perfekt. Stufe 2 brauche ich dafür, okay. Was brauche ich hier? Auch Stufe 2. Hier bestimmt Stufe 3. Stufe 5? Ach herrje. Boah. Jetzt habe ich mich gerade voll vor meinem eigenen Pferd erschrocken. Oh Gott, es tut mir leid, Raxo. Ich will mich nicht vor dir erschrecken. Das hast du nicht verdient. So gruselig bist du nun auch wieder nicht. So. Jetzt mähe ich hier noch ein bisschen was weg und dann ist auch der Tag auch schon wieder durch. So. Oh. Jetzt finde ich hier gerade ganz viel. Das blaue Kraut hebe ich auf. Femery, da freut die sich bestimmt drüber. So. Oh, ich habe noch Ausdauer. So, das reicht erstmal. Da schmeiße ich jetzt noch ein bisschen was in die Versandkiste und dann ist aber auch wieder gut. Wildpflanze. Oh, die bringt relativ viel. Hat keinen Effekt und eignet sich daher am besten als Kochzutat. Cool. So, Geld kommt auch noch hier rein. Hat recht. Bringt sogar relativ viel Geld, ne? So 151, nur um ein bisschen Unkraut wegzusensen. Das ist schon recht viel. Krass. So, schau mal, ob ich vielleicht hier irgendwo irgendwie nochmal mit irgendjemandem reden kann. Ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Ich war noch gar nicht hier in der Kälterei. Aber die ist eh abgeschlossen. Na gut. Oh, hallo, Sabaira. Oh, es wird langsam spät. Zeit, nach Hause zu gehen. Das stimmt. Hier ist alles zu. Was? Mary hat auch zu? Ist überhaupt irgendjemand hier irgendwo zu Hause? Na, immerhin. Draußen wird es wärmer. Ach, jetzt geht es wieder darum, dass Yu andauernd Käfer anbringt. Gibt es hier noch irgendwas? Meine Güte, wenn das eine Yumei ist. Guten Tag, wie läuft's auf der Farm? Ist alles in Ordnung? Hallo Yumei, wie geht's? Wie steht's? Aber ich glaube, wir haben auch noch nicht alle kennengelernt. Was soll ich machen, wenn ich nach Hause komme? Sogar wenn Basil da sein sollte, wird er sicher in seine Arbeit vertieft sein. So ein Langweiler. Oh je.
Ist hier irgendjemand? Nee. Willkommen. Wir haben leider gerade außer Samen nichts auf Lager. Na doch. Ich hab Drucksäcke. Sobald ich 3000 zusammen habe, kaufe ich einen. Versprochen. So. Abgeschlossen. Keiner will mit mir reden. Ich kann auch noch mal ganz kurz gucken. Naturgeister, wie sind da die Freundschaft? So lala. Oh, ich habe jetzt hier schon bei einigen ein bisschen was verloren, ne? Ich muss, glaube ich, öfters mal mit denen reden. Sonst wenden sie sich noch von mir ab. Das möchte ich natürlich nicht. Schauen wir mal. Hi. Der Frühling ist die Jahreszeit der Teepartys. Alle Leute lieben Teepartys. Kann ich dir helfen? Miteinander spielen. Oha. Wir spielen gerne mit unseren Freunden. Und wenn wir mit dir besser befreundet wären, würden wir auch mit dir spielen. Oh, was? Oh, dann reden alle von der Teeparty, ne? Na, mehr will ich nicht. Oh, gut, das ist aber schade. Ihr wollt ja nicht mit mir spielen. Ich muss mir auf jeden Fall merken, die immer mal voll zu quatschen. Ich weiß, dass bei Back to Nature alle total gerne Mehl mochten. Wie das jetzt hier ist, weiß ich momentan nicht. Das muss ich noch rausfinden. Aber ich glaube, zählt das jetzt so, dass ich mit allen hier mal geredet habe? Ich guck mal. Naturgeister. Ja, ich habe mit allen heute mal ein bisschen gequatscht. Na, immerhin. Nee, mit Minze nicht. Wo ist Minze? Minze, ich habe dich übersehen. So, jetzt habe ich aber mit allen geredet. Ich würde schon fast sagen, perfekt, aber perfekt ist es nun einmal nicht wirklich. Oh je, mini, mini. Okay, dann würde ich eigentlich auch schon die Folge beenden. Ich glaube, die geht super lang. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich habe es nach Gefühl gemacht und laut Gefühl habe ich es ganz schön übertrieben. Alles klar. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, You May Let's Play It, Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Bis zum nächsten Mal. Bye.